Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder zuschaut. An einem wunderschönen sonnigen Tag sind wir nach Rinteln gefahren, eine wunderschöne Altstadt, und wir wollten sie einmal für euch auf Video festhalten. Na, dann kommt mal mit. Kurz vor der Fußgängerzone haben wir auch geparkt, direkt vor dem Prinzenhof. Genau gegenüber befindet sich die Jakobikirche. Und dann ging es auch schon Richtung Zentrum. Wir kamen nicht weit, da sahen wir schon rechts und links die hervorragenden Fachwerkhäuser. Hier ist auch schon das Zentrum mit dem Marktplatz, im Hintergrund das Bürgerhaus und an der rechten Seite das Rathaus.1583 wurde das historische und prächtige Rathaus gebaut. Heute ist daraus der Ratskeller geworden. Thank you.
Dies ist die St. Nikolai-Kirche. Da die Tür offen steht, schauen wir doch einmal rein. Hier gibt es wirklich sehr viele Fachwerkhäuser zu sehen, die schon einige hundert Jahre alt sind. Hier könnte man meinen, das Haus kippt auf die Straße. Das sieht zumindest so aus. Und so sieht es von vorne aus.
Wir gehen so langsam Richtung Weser. Dort ist auch die Stadtmauer, zumindest ein Teil davon, und der Stadtturm zu sehen. Hier oben befindet sich auch die St. Sturminius-Kirche direkt am alten Hafen. Sieht das nicht gut aus, wie die Weserbrücke sich hier im Wasser spiegelt? Wir gehen mal auf die andere Seite der Weser, denn dort soll es einen richtigen Strand geben. Hier soll im Sommer richtig was los sein. Von der Beachbar bis hin zur Strandparty. Auf der anderen Seite vom Strand gibt es eine Hochwasserskala. Hier kann man gut die Strömung der Weser erkennen.
An der Weserpromenade gibt es einen alten Weserkran zu sehen. Durch Zufall entdeckten wir zwei Jetski-Fahrer. Die hatten sicher auch ihren Spaß gehabt. Hier konnte man sich noch einen schönen Überblick über Rinteln verschaffen. Und dann ging es auch wieder zurück zum Parkplatz. Ich möchte mich von euch mit ein paar schönen Fotos verabschieden. Schön, dass ihr die ganze Zeit zugeschaut habt. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.